Bus. Hallo, Freunde, herzlich willkommen wieder zum Querschlendung mitten im Baus, der da irgendwo da unten ist. Hallo. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen zwischen den Folgen, also die letzte Folge und die Folge haben wir jetzt so ein bisschen rumgedaddelt zwischendrin und haben Gravel gemacht. Ich habe jetzt auch mal einen Diamanthammer gebaut. Den habe ich auch, Und damit ich habe baue ich mich mich jetzt gleich nach unten. so lange neben das blöde Sieb gestellt, bis endlich ein Emerald rausgekommen ist. Und habe dem Sieb geholfen, da durchzusieben. Jetzt haben wir endlich ein Emerald, das heißt, wir können jetzt endlich weiterbauen. Letzte Folge haben wir mal die Smeltery ein bisschen mehr Gas gegeben. Ich muss mich gerade erstmal wieder voll essen hier. Vollfressen. Ja. So, ab nach unten. So, aber bei irgendeiner Quest braucht man jetzt einen Emerald. Oh. Ich glaube, genau bei der hier. So. Ah. Doch, der geht doch wirklich schneller. Sag ich doch. Und scheiß auf die Gerade mal Diamanten. so. Weil, denk dran, wir können mit der Pressure Chamber auch Diamanten herstellen, ne? Ja, Aus cool. normaler Kohle, ja. Cool, dann können wir uns die Rüstung machen und rüber gehen. So, was soll ich jetzt machen? Also genau, die Quest. So. Okay, jetzt kriegen wir nämlich diesen PCB. Und wir kriegen ja sogar zwei, wir sind in der Party, geil. Ja. Okay, dann schmeißen wir mal dein... Nimm mal die Quest an, schmeißen wir mal dein... Na, obwohl, ich brauche bloß ein PCB. So, jetzt brauche ich die UV... Ich habe trotzdem jetzt eingelöst. UV-Lightbox. Das haben wir unten, das haben wir. Haben wir noch Compressed Iron unten? Kompressalben. Ich meine ja, 4 oder 5 Stück müssen unten noch Okay, sein. vier Stück brauche ich. Meine, müsst ihr gucken. Sonst müssen wir welches nachschlagen. Das geht aber schnell. Ja, sowieso, ich habe jetzt eh die Pressure Chamber komplett So. fertig. So, ich brauche auf jeden Fall so eine Pressure Tube. Dann hat sie schon mal irgendwo die... Genau, die Redstone Lampen hast du schon mal hergestellt. Ja, die habe ich dir ja schon bereitgestellt. Lead Ingot, Alter, das geht jetzt richtig ab hier unten. Ja klar. Ich wollte eigentlich noch von der Kiste eigentlich da unten ein Kabellink zu einer anderen Kiste, die Smeltery komplett umbauen, die nach unten tun. Und dass sie automatisch da reingeht, aber das wird auch nicht funktionieren. Deswegen habe ich die Idee mir sofort wieder aus dem Kopf geschlagen. Schau mal bitte kurz, oder bin ich einfach nur blind? Sekunde. Er kann eigentlich nur in den beiden Chests liegen, weil ich habe ein bisschen sortiert. Ich kurz die Sachen Ach noch so, ja, schnell. zwei haben wir nur noch. Aber wir haben ja Iron da. Das heißt, ich mache mal schnell die Iron hier zu Ingots. Alter. Oh. Ach, man, Fall. So, Iron. Fall, so, Fall. So, der lässt nur Compressed raus. Verdammt, Kohle ist keine mehr da. Mann. Kohle kriegen wir durch Kies hier auch. Ja, schon, Na gut, kann ich auch verbrennen. Die können wir auch verbrennen. Das geht auch. In der Tat. So, jetzt haben wir einmal das hier, weil ich muss ja das machen wegen unserer UV-Box. Dann haben wir dieses nämlich dann auch endlich fertig, dann können wir nämlich endlich diesen blöden PCBs jetzt endlich aufmachen und dann können wir anfangen Harvester-EDC zu bauen. Oh ja. Oder ein Fruit Picker. Das klingt irgendwie strange. Das ist so genial, diese kleine Mini-Anlage. Welche Mini-Anlage? Ja, die hier vorne, ich liebe die jetzt schon. Hallo. Rohstoffe! Also nochmal zur Erklärung, wenn man so gesehen jetzt diese kleinen Bröcke zusammen friemelt, ich kann es gerade nicht zeigen, das ist gerade doof. Nochmal genau erklären. Hier noch was drin, was man zusammenschmelzen kann, jawohl. Wo bist du? Hallo. Ey, gib mir mal den Juicer wieder. So. Du wolltest einen Wichser haben. Okay, Christo. Da ist er.
So, hab das schon zusammengefügt. Ja, also diese, das Gravel hier oben rein, zieht er natürlich in den Hopping rein, dann in den Controller. Die Smeltery verarbeitet das. Mit einer Redstone Clock. Schön hier rein. Zack, zack, wieder ein Hopper und dann hier unten rein. Fertig. So einfach. Aha. Ja. So. Milch, Sojamilch. Alter, wie viele Rohstoffe wir schon haben hier. Aha. Apfelsauce. Apfelsauce? Chicken Nudelsuppe. Pasta. Okay. Ich weiß nicht, alles so machen kann. Jetzt hätte ich fast mit dem Rapier gehauen, Alter. Ja. Ja, aber aus Versehen. Mal kurz die Kisten upgraden. Genau, ich weiß gerade überlegen, warum ich jetzt eigentlich in den Keller runtergelaufen bin, aber das ist mir aufgefallen, dass ich kein Wasser mehr habe. In der Tat. Das ist so geil mit dieser Flüssigkeit. Zack. Zack, jetzt haben wir noch mehr Platz. Hey, wie hast du jetzt geupgradet? Ja, mit einem Upgrade einfach dran. Du machst ein Eisen in der Mitte, rundherum Gold, dann hat man das Upgrade. Machst so halt rechtsklick, dann upgraden sie sich. Aha. Könnte ich noch upgraden auf eine Diamond-Ebene, könnte ich noch. Man kann bis Obsidian halt hoch. Nee, das passt schon. Habt ihr erstmal soweit. Ja, halt. Oh nein. Junge. Zack. Okay, so jetzt UV-Box. UV-Box. Sehr, sehr wichtig. Tada. Schon fertig. Sehr gut. So, dieses PCB-Teil habe ich auch dabei, okay. Der müsste sich jetzt rein theoretisch schon aufladen. So. Die muss irgendwie auch an das Pressure-Ding dran, denke ich, ne, irgendwie. Wir haben jetzt Bronze gekriegt. Ja, indem du wahrscheinlich, oh. Jolo, Bronze brauchen wir, denken wir auch irgendwann mal. Egal, wir haben genug Rohstoffe. Bronze Ingot! Okay, also die brauchen Aufdruck, okay. Zack. So. Jo, wir haben... Jetzt? Ja, geht. Sehr schön. Und dann brauchst du die halt nur da reinzulegen und... Und zu machen. Ah. Ja, lol. Upgrades. Können wir eventuell noch so ein Maschinen-Upgrade noch machen? So ein Speed-Upgrade? Ja. Ja, kann ich machen. Und da vielleicht ein oder zwei reintun, dass wir dann, dass es auf jeden Fall schneller geht, weil so langsam brauchen wir das ja unbedingt. Ja gut, die haben wir ja geschenkt bekommen. Ich baue sie auf jeden Fall nicht. Oh, Geschenk. Ja, aus der einen Quest. Weil, ja, aber ich finde das hier doch schon ziemlich langsam. Ja, du brauchst dafür einen Kuchen. Kuchen? 4x Potion of Swiftness und 4 Labis Lazuli. Ergo, lecken. Also ich meine, die Rezepte sind ja wirklich schon teilweise echt... Hardcore. Übelst. So. Gut. Ja, ich... Ist aber echt krass, dass sie so übel sind, die Rezepte teilweise. Also manchmal ist es echt nervig. Ja, aber ist halt hardcore. Ja, schon. Passt ja auch, ich sag ja gar nichts. Okay,
Wir brauchen jetzt, pass auf. Was sollen wir dann als erste Maschine bauen? Pulverizer wahrscheinlich, ne? Pulverizer. Na, ja, Pulverizer brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Na gut, okay, damit können wir Gravel herstellen. Ja, deswegen. Weil dann würde ich nämlich... Es wird Nacht. Kiste dann, die hier unten ist, noch ein paar Item-Ducks zu machen, die nach unten dann zu befördern bei uns hin. Oder eventuell gucken. Ach nee, geht ja auch nicht. Verdammt. Müssen wir an dieser Anlage hier anschließen. Haben wir ein Squid Blend Seed? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Einmal Gesundheit zum Hintergrund. So. wie soll man denn bitte einen Squid Sand... wie soll man den kriegen? Was sollst du machen jetzt? Also... Ja, da für schwarzes Plastik. Schwarzes Plastik? Komm, das, das ist mein Ding. Rain Blend Seed, Creeper Blend. So, Rain Sand, Creeper Blend. Korn? Ey, geil, Korn. Korn, warte mal, aus Korn kriegt man Mais. Und aus Mais können wir Popcorn machen. So. Machen wir so blaues Plastik. Squid. Boah, irgend so einen komischen, so ein Tintensack. Das ist natürlich... Einen Tintensack haben wir nicht. Ja, wir brauchen aber schwarzes Plastik. Ja, in der Tat. Squid Blend Seed? Squid Blend Seed. Und die kriegen wir nur mit Inksack und Grassamen? Inksack und Grassamen. Oder kriegen wir es vielleicht über irgendeine Quest? Wir kriegen die doch, die Transistoren, die drei doch über die Quest, wenn das Teil fertig ist. Ja schon, das bringt uns aber nicht viel, weil dann kriegt man ja bloß diese Transistoren und haben immer noch keinen haben aber immer noch keine, noch nicht diesen komischen Inksack. Aus Inksack kriegst du ja wie gewohnt ja aus Dings, ja, oder warte mal. Printed Circuit Board und Plastic Sheets. Da kriegen wir Slime Plant Seed. Haben wir nicht schon irgendwo Rubber gehabt? Du hast irgendwo schon mal Rubber gemacht, oder? Meine ja. Rubber. Da. Das heißt, dass ich schon mal Rubber hatte, weil wir hatten doch schon mal einen Rubberbaum umgepflanzt. Also ich muss nochmal schmelzen. Da machen wir schon mal Plastic Sheets draus. Und das andere heißt Printed Circuit Board. Mist, Inksack kriegst du leider auch nicht aus dem Dings jetzt. Nein. Kannst du leider nicht aus 7 gewinnen. Das ist doof. Gut, wir kriegen ja Kapazitor und Transistoren, ne? Da können wir noch ein Printed Circuit Board draus machen. Und da können wir noch eine Quest abschließen, okay. Machen wir dann auch gleich. Erstmal ich das Ding wieder einiges geschafft. Ja, wir kommen jetzt auch von den Questen her um einiges weiter gleich. Wenn dieses Teil jetzt da draußen fertig ist. Ja. Wie weit ist er? 61%. Könnte man das theoretischerweise auch mit einem Hopper machen? Hast du noch Kohle dabei? Negativ, aber warte mal. Da vorne war nämlich in dieser Mini-Anlage Kohle drin. Vielleicht so ein Stück. Ja, der braucht bloß drei, vier Stück, mehr nicht. So. Jetzt geht's schneller, ich habe die zwei Upgrades da drüben reingepackt. Die sind aber echt übelst teuer, Alter, die Dinger. Achso, sind wir schon bei 75%. Okay, dann kriegen wir dann gleich dieses Printed Circuit Board raus.
Beziehungsweise kann ich jetzt schon mal die Plätze schieben. Ja, das ist nämlich gerade auch für eine andere Quest auch wieder sehr gut. Ja, ja, ich weiß. Achso, die willst du dann machen. Ja, ich meine, erst unten die eine fertig, danach mache ich daraus das Sprinted Circuit Board. Dann ist die nächste Quest fertig. Wie macht man denn jetzt? Bei Plastic Sheets habe ich jetzt nämlich auch fertig. 4. So, die hat er schon. So, ich habe erstmal dieses Plastik jetzt mal gemacht. Welches Plastik? Darf, ja, für die Quest, du brauchst auch dieses Plastic Sheets, wo du aus 4 einzelnen Plastikteilen den Stapel dann halt kriegst. Das brauchst du halt nur noch den... Ja, schon wieder irgendwelches Viech hier rumflitzen. Da. Liegt schon alles hinter dir, Alter. Ist schon alles fertig. No, okay. Jetzt haben wir 8 davon. Und. Ja, wurde aber nicht registriert jetzt. Und. Fertig. So, passt. Ja, mit sehr schön. So. Was war denn die andere Quest? Erstmal Under Pressure. Mach bitte langsam. Ah, okay. Manual Detect. Du nimmst bitte die Kapazitor. Sekunde, was soll ich? Under Suppressed. Ah, geht drauf. So. Die. Hast du jetzt die Kapazitor genommen? Das kriegst du so, du kriegst die alle. Okay. Gut, ne, passt. Leute, das ist die jetzt Printed Circuit Board. Da haben wir jetzt mehrere Quests, die wir jetzt dadurch abschließen. Oh ja. So, warte mal. Jetzt geht erstmal runter, mach daraus erstmal Printed Circuit Board. Genau. Ja, ich gebe dir gleich noch meine anderen 3 Sachen. Nö, nee, brauche ich eigentlich nicht. Zack, zack, zack. Und zack. Na gut, dann lege ich sie halt in der Goldkiste jetzt rein. Wie war das jetzt wieder? MTPCP. Unassembly PCP haben wir jetzt, oder? Ah ne, jetzt haben wir ein MTPCP. Und jetzt müssen wir daraus Assembly PCP machen, indem wir es nochmal da rein... Oh. Doch eingeraucht, Alter. Lass noch mal da reinlegen. Ja. Warum nicht? Ah, wir noch die Startschwierigkeiten, die wir noch am Anfang hatten. Hey, Gegensatz zu jetzt. Der macht aber hier draus jetzt gar nichts. Wieso, der ist doch vollgeladen. Der ist doch schon fertig. Ach so, jetzt brauchen wir diesen Assembly Controller, bräuchten wir jetzt. Controller? Assembly Controller. Assembly Controller. Assembly Controller. Den da. Hä? Jetzt fühle ich mich auch gerade etwas verarscht. Jetzt wird es, glaube ich, kompliziert. So, you will never... Was? You will need transistor and capacitor for these steps. 3 of each. Recipes are in nay. Then it's a simple manner to combine those to an unassembly PCB. And then you are done. Don't worry, there is a better way to do this. Will be covered later. So, now we have the empty PCB that you will simply drop it in a hole and pour etching acid over it. Takes 5 minutes to proceed. Was? Ich muss dieses Ding jetzt in LOL. Den Hochofen? Nee, in dieses Acid muss ich dieses, wo wir unser Wasser rausholen, da muss ich das jetzt reinpacken. 5 Minuten lang. Ja, aber die Folge, das machen wir natürlich in der nächsten Folge, weil die Folge ist schon wieder vorbei. Nee, ich schmeiß das jetzt schon rein, aber das hole ich dann erst in der nächsten Folge raus. Genau, so sieht es dann nämlich aus. Oh, Klappe zu. Hast du noch nicht drin gehabt? Doch. Ey, wenn das wegdroppt, ne? Dürfte ja theoretischerweise nicht sein, weil es ja mit Zeit verbunden ist.
Leaching Acid. Das ist doch wie wenn 1710 hast diese Kristalle, wenn du die Kristalle züchtest. Da wurde es doch auch deaktiviert zum Wegtroppen. Drop it in a hole of pure etching acid over it. It takes 5 minutes to proceed. So you are going to want to pick it up a few times. Ah, siehst du, du musst es ein paar Mal aufheben. Ah, okay, ja. Make sure it doesn't despawn. Also wird es doch despawn. Aua. Da ist was kaputt gegangen bei dir, der Kopf. Etching, 16%. Gut, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns aber trotzdem erst wieder im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.